Herzlich willkommen zu einem neuen Bar von Let's Play. 15 Minuten, ich habe ich bin gegen Toleros. Und irgendwie kriege ich keine Gegner über 2000. Ich weiß nicht warum. Weil wenn ich danach suche, dann dauert das ewig lang, bis ich mal was gefunden habe. Und wir sehen mal Englisch. Das ist ja mal richtig selten. Und was spiele ich hier nochmal? C6, glaube ich, oder? Was Springer F6? Ich weiß gar nicht mehr. Das hat man so selten, da vergesse ich meine Öffnung immer. D4 wahrscheinlich oder Springer F3. Springer F3 kommt E4. Springer D4, D5. Auf D4 kommt ED, Dame D, D5. CD, CD wahrscheinlich. Springer C3, Springer C6. A3. What the fuck is that? Das kenne ich gar nicht. Naja, spielen wir einfach mal. Mal gucken. Dann kommt jetzt D4, oder? Glaube, dann werde ich E4 spielen. Einfach nur, um ein bisschen geschlossen zu halten. Weil er kennt sich besser aus in der Stellung. Und ich denke mal nicht, dass er E4 kennt. Aber er spielt es nicht. Er spielt irgend so ein komisches Gammelzeugs. Ich glaube, A3 ist, glaube ich, falsch hier. Ich glaube, man spielt das mit Turm B1. Weil A3 ist ein bisschen Zeitverschwendung, wenn ich kein A5 gespielt habe. Er will natürlich B4 spielen, aber wenn. Ich glaube, es ist Zeitverschwendung. Also, weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus in der Stellung als Weißer. Habe ich irgendwas übersehen hier oder warum überlegt er so lange? Springer H3. Jo! Ist. Klar, er möchte natürlich seine Diagonale offen halten. Naja, soll er machen. Okay, was machen wir mit dem Zentrum? Pushen oder nicht pushen? Tja, was ganz interessant wäre, wäre eigentlich D4. Weil wenn er dann den Springer nach E4 zieht, kann ich rausziehen. Dann kann ich mit dem Läufer nehmen, weil H3 hängt. Das heißt, er müsste mit dem D-Bauer nehmen und das sieht richtig eklig aus, weil sein Läufer ist dann komplett tot. Nach so einem Zug wie F4 oder so, kann ich dann einfach F6 spielen und dann kommt er gar nicht mehr durch. Hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Bauernstrukturvorteil. Deswegen werde ich das auch spielen. Wenn er natürlich den Springer woanders hinzieht wie B5 oder so, obwohl da geht er weg nach A6, vielleicht A4, obwohl nach B5 ist er dann eigentlich auch weg. B1 vielleicht noch, aber das wäre richtig kacke. Also Springer E4 rausnehmen, DE und dann hat er eine richtig Kackstellung. Springer A, ach, den habe ich gar nicht gesehen, den Zug. Ja gut, das geht natürlich auch noch, aber ist auch nicht viel besser. Okay. Springer D5 habe ich, was mir nicht viel bringt, weil nach Springer B4 wir dann. Okay, ja gut, dann kann er nicht mehr spielen. Springer D5 ist eine Option. Ich kann auch H6 spielen, um den Springer von G5 fernzuhalten, weil er nach E4 will. Oder A5 ist auch noch eine Option. A5 brauche ich noch nicht spielen, weil der Springer sowieso noch nicht dahin kommt. Springer D5 möchte ich eigentlich auch noch nicht spielen, weil mir Springer G5 zu unangenehm ist. Deswegen spiele ich H6. Ich kann auch meinen Läufer entwickeln, aber ich wusste nicht wohin. Das ist noch nicht sicher, wo der hinkommt. Vielleicht Läufer E6 mal irgendwann einfach nur mit der Turm auf A1 sich ziehen kann. Vielleicht spielt auch mal irgendwann Springer C1, B3. Oh, der Springer, der hat keine Zukunft mehr. Achtet mal die restliche Partie auf den Springer. Ich sag euch, der wird noch selten ziehen. Oder spiel ich doch. Ne, A5 wäre jetzt nicht so gut. Springer D5. Ja, er möchte natürlich jetzt Springer B4 spielen. Sagen wir mal, ich spiele Läufer F5, Springer B4. Aber dann kriegt er da auch so einen hässlichen Doppelbau, wenn ich rausnehme. Läufer nimmt, A nimmt. Ja. Und außerdem drohe ich nach Läufer F5 auch damit C8. Weil sein Springer auf H3 hat kein Feld. Null. Nada. Nientos. Oh, jetzt hat er ein Feld. König H1, ey, was ist das für ein Zug? Was ist das für ein hässlicher Zug, ey? Jetzt Springer G1 spielen oder was? Oder Turm G1. Turm G1 wird lustig, wenn wir trotzdem Dame C8 gehen. Aber Turm G1 wird auch null Sinn machen. Einfach gegen seinen Springer spielen. Wenn er jetzt Springer C1 spielen sollte, dann würde ich sogar einfach A4 spielen. Ja, komm.
spiele jetzt einfach die ganze Partie über gegen den Springer. Wenn er jetzt E4 spielt, draußen macht keinen Sinn, also Läufer E6 wahrscheinlich, dann Springer E2. Dann kommt er trotzdem noch nicht raus. Weil er F4 kann ich immer noch einfach F6 oder sowas. Nee, F6 geht nicht. Aber kann ich auch einfach stehen lassen. Vielleicht damit die 7 erst, dann wird er wahrscheinlich Springer F2 spielen. Vielleicht rausnehmen wird er noch, Springer nimmt. Und dann ist B7 auch gedeckt, weil meine Dame auf D7 steht. Gar nicht so schlecht. Ja, dachte ich mir schon. Ups. Das dachte ich mir schon. Na, no, jetzt Springer E2. Ich weiß noch nicht, ob ich Dame D7 spielen will. F4 direkt, okay. Droht natürlich auch eine Art F5. Oh. Macht meinen ganzen Plan zunichte. Ich könnte auch Dame B6 spielen, anstatt D7 oder C8. Weil Turm B1 oder so habe ich Läufer A3. Vielleicht Dame C2 einfach. Dame C2 werde ich Läufer D6 spielen. Wenn er zuerst auf E5 rausnimmt, Springer E5 und dann Dame C2, dann habe ich Turm C8. Na, unangenehm, Leute, unangenehm. Okay, dann spiele ich schnell. Wenn die Verbindung unterbrochen ist, dann spiele ich schnell. Wenn es auf seine Zeit geht. Aber ja, hoffentlich kommt er wieder, weil es ist eine spannende Partie und ich würde jetzt ungern hier beenden. Weil er hat ja auf jeden Fall Chancen zu gewinnen auch. Man muss als Schwarzer den Druck, den er am Königsflügel macht, standhalten. Das ist nicht so einfach als Schwarzer. Den Gegenzug muss der Schwarze natürlich Gegenspiel suchen, so wie ich versuche jetzt am Damenflügel was zu reißen. Natürlich auch nicht so einfach. Aber wichtig ist auch, dass man mit den Plänen wechseln kann, weil mein Plan war jetzt Dame D7, Dame C8 und so. Ich würde auf jeden Fall keinen Sieg reklamieren, wenn er jetzt Verbindung weckert, wenn ich überhaupt die Wahl habe dazu. Wir haben gewonnen. Ah, ärgerlich. Ja, zu der Partie kann ich nicht viel sagen. Aber ich kenne mich in der Öffnung nicht so gut aus. Ich weiß nur, was viele hier auch Springer F3 spielen. Solche Stellung dann D3. Ich glaube, man spielt sogar manchmal E3 hier. Oder spiele ich zuerst E3 und dann D3. Das kann auch sein, ich weiß nicht genau. Ich spiele das echt zu selten, diese Eröffnung. D4 weiß ich haargenau, weil das hatte ich schon voll oft. Nimm auch viele raus hier. Springer C3, Springer C6. Dame A4. Und so weiter. Aber A3 kenne ich wirklich nicht. Macht für mich auch nicht so viel Sinn. Ja, wenn er hier hingeht, dann kann ich einfach rausnehmen, weil er kann nicht mit dem Läufer nehmen, weil H3 hängt. Wenn er einen Bauern nimmt, guckt euch diese Stellung an. Einfach hässlich. Wahrscheinlich werde ich hier sowas wie Läufer D7 spielen. Wenn F hier kommt, einfach F6 und wenn er rausnimmt, dann Springer schlägt. Ja gut, jetzt hängt D4, also
Mal Läufer D7 vielleicht nicht so praktisch. Vielleicht Läufer E6, F4, F6. Wenn er F5 spielt, Läufer F7. Die decken alles ab, die Läufer. Ja, und wie gesagt, wenn er rausnimmt. Springer schlägt. Bombenstellung, Bombenspringer. Vielleicht Springer F4, Läufer F7. Vielleicht sogar schon E3 eventuell. Direkt Druck machen, aber... Na, ich weiß nicht, dann Dame B6. Schlägt Turm D8, vielleicht D5. Ah, D5 kann er nicht spielen. Läufer E3 hat er aber. Springer C4. Jetzt D5. Ach, ne, jetzt hängt E3, ja. Also Springer C4, Läufer F2 wahrscheinlich. Jetzt könnte ich auch B2 nehmen. Oder ich nehme direkt wieder. Aber ich spiele auf C5. Ja, schade. Sehr schnelle Partie, aber hat er gut gespielt bis dahin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein und ciao.